Guten Morgen. Ich freue mich für alle, die da anschauen dürfen, von wo immer ihr anschauen dürfen. Ich heiße willkommen von der Samarias. Als ihr tief seid, da anschauen dürfen, oder als ihr hier im Parkenlot bei uns seid, oder uns taub, ich heiße jedem einen willkommen von der Samarias. Ich begrüße euch im Namen Jesus Christus. Mach der dir Fried Gottes mit uns alle sein von der Samarias. Ich habe mich von dir gewählt, zu vertellen von unserer Rede. Wo die Schrift sagen wird, wo wir vorsichtig sollen reden, einer zum anderen. Oder durch was, wo immer. Wo wichtig dort ist, wo wir reden dann. Ich weiß, von der Thema wird nicht so viel geredet. Ich habe, glaube ich, noch keinmal von der geredet nicht. Aber als ich hier mit Anfang leid, ich bin mir überführt, was die Schrift wirklich alles zu sagen hat, von wo wir vertellen dann, was unsere Rede soll sein, nur die Schrift nur, nur Gott sein Willen nur. Oftmals reden wir Dinge, die nicht nötig sind, die sogar zum Schaden sind für den Nächsten. In der Schrift, die Gott will haben, wir sollen Dinge reden, was soll zu den Nächsten zum Guten sein. So, das ist mein Verlangen, was ich von der Samarias auch will tun, dass die Rede, die ich vertellen darf, ich muss auch im Gebet gehen und fragen, um Gott, dass er meine Vertellung wird regieren, nur sehen wollen, oder eigentlich wird wir reden, was da wohl ein Hindernis kann sein für den Nächsten, dass das wird leider zum Abbühen sein. In Sprüche 18, Vers 21 sagt er, der Tunghafte, ihr wollt überdaut in Leben, und wer jeden redet, wird mit ihrer Frucht leben. So, hier kann man sagen, was unsere Tunge kann tun. Der hat ihr gewollt, dort oder zum Leben. Wir können ein Segen oder ein Fluch sprechen. Was vertellen wir? Wo vertellen wir? Oftmals sind wir viel zu schwer, Dinge zu vertellen, Dinge zu reden, Dinge zu sagen, wie der Hand wirklich bedacht, was wir sagen sollen. Ich sage mir ein bisschen nur in der Konsequenz, dass die Zeit allerhand nur sein, nur segnen, über verschiedene Dinge. Ich denke mir ein bisschen nur studieren, was die durchweiche Mensch alles vertellen hat oder wo viel die reden hat. Und auf einer Stelle schreibt er, dass der Mensch durchweich die 7000 Wörter den Tag vertellen. Das wird durchweich. Aber ich weiß nicht, wo klagt dort erst, dass das wirklich stimmt hat, aber ich weiß so viel, dass die Wörter echt oftmals vertellen und sind viel zu viel und sehr viel Anleitung. So, das ist wichtig, wo wir vertellen. Und ich weiß, wir vertellen viel in einem Tag. Und das hat zu tun mit, wo wir reden tun und was wir reden tun und was das nötig ist, immer zu reden, wann wir tun. Und ich glaube, mit dort, was wir vertellen tun, was wir reden tun, hat viel zu tun mit, was in uns Wort ist, wo uns Wort angestellt ist. Du nur, du wir auch oftmals reden. In Jakobus, 1. Kapitel, Vers 19, sagt Jakobus, es steht, meine liebe Brüder, seid schwind bei der Sache zum Horchen. So, hier fängt die erste an, sagt, wir sollen schwind sein zu Horchen. Er sagt nicht, dass eins von einem anderen von wir Horchen tun. Aber er sagt hier, dass wir sollen schwind sein bei der Sache zum Horchen. Und dann sagt er, überleicht Gott euer Gereden. Ihr statt Gott überleicht euer Gereden tun. Und dann sagte er hier, in Wort nicht leicht doll. Und ich dachte mit dir immer, wo dann würde er hier diese Verschlüten mit sein, nicht leicht doll worden. Ich glaube, wenn wir leicht doll worden, dann sagen wir auch Dinge, euer wieder ihr überleihen da und euer wieder ihr leicht haben. Wenn wir leicht doll worden, dann dürfen wir uns mal vielleicht Dinge sein, was uns dann hastig ankommen da und dann reden wir Dinge, was wir nicht haben sollten sein. In Sprecher, ich gleich sage, das Sprecher, wo das ein Buch, wo viel Weisheit bin, das viel von der geschrieben von Salomon, von König David, sehen sehen, und der hat sehr viel Weisheit zu sein. Und auch über das gesagt. Er sagt in Sprecher 21, Vers 23, er sagt, wer sein Mühl in seine Tung für sich hält, bewahrt sich dadurch für Trouble. Und das hat nicht oftmals so gesagt, wenn wir abhosten tun, wollen wir Dinge haben wollt sein, aber wir können uns vielleicht catchen, eier wieder sein tun, wo wir an, das hat am Goden gedeint, dass wir Gott eigentlich nicht gesagt haben. So das, was er hier sagen wird, wer sein Mühl in seine Tung für sich hält, bewahrt sich dafür für Trouble.
Hast du mal, ich dachte hier, aber hast du mal was gesagt, was der Tisch, wenn du gesagt hast, na, wenn du nicht gesagt hast, da warst du dann, oh, das hätte ich nicht so sein. Das hätte ich so mit aller Bedenken. Aber dann ist es all da, dann ist es durch den Müll rausgekommen, dann ist es vorbei, dann ist es zu laut. Ich weiß, mir hat das auch mal zu starten. Ich sage Dinge, wo ich dann messfuß oder so schwinn, als ich gesagt habe, wo ich dann, oh, das hätte ich nicht so sein. Das hätte ich nicht so alle überdenken, ah, ich das sein würde. So, das ist wichtig. Dass wir nicht tauschen reden dürfen. Das ist Jakobus, sie sagen, dass er leicht dort geht. Und sie sagen, dass er haftlich viel zu tun mit was in uns Wort ist, was in uns Wort angestellt ist. Lukas, das erste Kapitel, Vers 44, sagt, dass es steht, ein guter Mensch wird über das Gaude in sein Wort. So, ich habe hier, und er sagt, das Gaude in sein Wort, dort, was in sein Wort ist, Gaude vernachbringen. Und ein schlechter Mensch Wort von dort Schlechte in sein Hort, Schlechte für den Tag bringen. Sagt er, dann sagt er hier, willst wo immer dort Hort voll ist, redet dort Müll. So, das ist nicht bloß, wo unsere Gedanken voll von sind, das kommt aus dem Hort. So, er sagt hier, willst wo immer dort Hort voll ist, redet dort Müll. So, entweder wir haben Gaudet in uns Hort oder das Schlechte in uns Hort. Du nur, wo wir vertrauen, du nur, wo unsere Rede sind, von dort, wo uns Müll reden. So, die wir reden, sind wichtig. Die sind wirklich wichtig. Das ist neidisch, dass wir da beachten dürfen. Jesus sagt selbst, dass wir würden mal eine Rechenschaft geben auf den Reichstag für jede Wort, was wir würden reden, was der andere nicht wir. In Matthäus 12, Vers 36, sagt Jesus, es steht, ich sage Ihnen das, um den Reichstag wird der Mensch Rechenschaft geben für jede annetzelte Wort, das er geredet hat. Und dann willst du durch eine Ehe wird, so dass das dann unsere wird, durch eine Ehe wird, wo ihr reich vorricht, und durch eine Ehe wird, wo ihr verdammt. So entweder oder, das kommt mit unsere wird, wo wir vertrauen dann. So, das betont sich, wer sie wird zu reden. Das betont sich. Wir wollen Verantwortung geben, machen für unsere wird, die wir reden dann. Und spreche ich, weil ein Sprecher dratieren, sagt dort, wer Gaudet redet, kriegt auch Gaudet 3. Der erste Port von dieser Farge. So, wer Gaudet redet, kriegt auch Gaudet 3. Einmal sagen sie, was die Rütgebende ist, was die Rütgebende ist, entweder Leute oder was immer das ist, dort wird auch bei der 3 kommen. Und dann kriegst du das mit Wirt auch. Wenn du nochmal Menschen anreden lässt und du das haben, sei ja Gaudet mit Leute anreden, dann wirst du bald an, du kriegst auch Gaudet Wirt 3 von der Person. Wenn er sehr hünsch anreden lässt, doll oder schlimm anreden lässt, dann kriegt er allgemein gleich das Zahl 3. Das ist ein bisschen dünner als die Nächsten, dann so kriegen wir das oftmals 3. So sagt er hier auch, wer Gaudet redet, kriegt auch Gaudet 3. Vers 3 sagt, wer über sein Mühl wirkt, bewahrt sein Leben. Dann sagt er, wer über grautmühlig am Herr ist, bringt sich Salz in den Grund. Ich habe das hier, was ich hier sagen darf. Das bringt ein Mensch sogar in den Grund, wer er grautfriedig vertrauen wird. So, wer über sein Mühl wirkt, bewahrt sein Leben sogar. So, das ist hier, und das ist wirklich wichtig. David sieht im Psalm 12, Vers 2, möchte der Herr in eng merken mit all dort Geheichel und mit allen Tungen, die durch Stalt reden. Und dann sagt er, uns die Leute, dass Jeffs und die Leute, sie können reden, was sie wollen, sie haben die Freiheit zu vertrauen, was sie wollen, dass er mühlt, dass er da redet, so du nur können sie dann auch vertrauen, du nur, dass sie sich feilen zu vertrauen. So, das sagt ja, der Stalt reden, sagt er, in seinen Ansetzungen soll der Eberhund holen. Wie einen an sie einen Lappen, wer ist Haar über uns? So, hier sagt der Psalmist, dass er sein sogar, dass unsere Tunge soll Eberhund holen. Sie wollen dort holen, sie wollen die Eberhund holen, sie wollen das Reich holen, zu sein, was sie wollen. Und sagt er, wie einen unsere Lappen. Wer ist Herr über uns? So eine Person ist, die läuft, die meint sich zu sein, dass heute läuft, heute kann sein, was er will, ich ein mich selbst. Dort ist wirklich schlimm, so eine Gedanken ist dort zu haben. Willst du Tung haben, ihr wollt über Tod und über Leben zu reden.
Worum wurde König Saul gesagt haben, das steht in Psalm 141, Vers 3, sehr hei, Stahl und Wachter über mein Mühl, au Herr. So, das wird, anders lebt, hei, beten, das wird sein Gebet hier. Stahl und Wachter über mein Mühl, au Herr, Werk über meine Lappen. Das wird sein Gebet wird für den Herrn. Er wusste, er hat oftmals Dinge vertan, die nicht gut wären, die nicht reich wären. So er fragte sogar, dass Gott an würde und weichte über seinen Mühlstall. Er erklärte uns und sagte, Gott, ich danke, da würden wir oftmals vielleicht auch Gott behalten, wenn wir dort auch beten, dass der Herr würde und weichte über unsere Lappen, über uns Mühl haben, was wir werden, was wir vertan tun. Und auch erklärte, wir sollen uns wählen, gute Dinge zu vertan von den Nächsten. Immer proben, positive Dinge zu vertalen von den Nächsten, gute Worte reden von den Nächsten und zu den Nächsten. Willst du weiten, du hast in allen Menschen das Wort Gottes von zu vertalen, von zu reden. Wenn wir nicht checken, wenn wir sehen, wir wollen gestern lang Brot und sehen, wo wir weiten, du hast Gottes zu vertalen von dieser Person, die wir mit vertalen tun. Oder der, was wir anweiten tun. Oftmals dann wählen die Menschen sich negative Dinge zu reden über Menschen. Und es steht gute Dinge. Und ich glaube, in jeder Person ist, was Gottes von zu reden. Und ich glaube, das, was wir auch sollen tun, wir sollen uns wählen, gute Dinge zu reden von der nächsten Person, von denen, mit wie wir darüber reden tun. Weil es wird keinen Schaden bringen. So, wir wollen versichtig vertrauen, versichtig sein, was wir wollen sein, weil es dort keinen Schaden bringen. Das kann Schulden bringen und das kann auch den Nächsten helfen. So bad way. Das kann entweder Schulden bringen oder Gott tun. Das kann entweder durchbrechen oder abrechten. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 29, sagt er, red nicht. Er sagt, red nicht, was den Nächsten schulden kann. Red bloß dort, wo der geholfen worden, der Jüngeren. So wie immer das auch hören, wo immer du bist, was die Horchen tun, so vertrauen, was die Nächsten können zum Guten sein. Also, ich rede nicht, was die Nächsten können schulden. Ich rede bloß dort, wo ich dir helfen wollen. Es ist immer ein Ziel, immer zu sein, was kann ich sein von der zu dieser Person, dass die mich helfen wollen, dass die sich was feiern hat, als gesehen mit was ich gesagt habe zu denen. Das kann wo immer sein, wo immer du bist. Das kann tüß im Heim sein, das kann bei der Arbeit sein oder wenn du mit ihnen Nobelstopp bist. Wo immer du bist, wo immer du die Fing des, wo du das vertrauen mit jemand, will die gute Dinge zu reden, zu so einer Stadt. Ich hier von einem Prediger, der ist nur gestorben, aber das Mann, der hat auch viele Dinge zu sagen, wo er gut wird, wenn er positive Dinge vertrauen wird von den Nächsten. Und das Mann, wo ich von reden will, dort wird für Jahre einmal ein Schullehrer gewesen. So, er hat sich gewählt, er will von all seinen Schülern, von all seinen Schulkindern, will er wird positive Dinge reden und entloben damit davon. So, er hat sich gewählt, jeder Student, was er hat gehört, will er gut davon reden und gute Dinge uttegnen zu ernt, wo gut mit ernt wird und so wieder. Ein Halbteil von einem Schulkind, was er hat gehört, du wirst nicht sehr viel Gutes von zu vertrauen. So er hat gesagt und getan, was will er reden zu dessen, dass er auch kann was Gutes vertrauen von denen. Wenn er eins, wo wir in Trouble gewesen sind, du wirst das mit einem gewesen, das hat er Schuld angehört. So hier oder da oder wo immer der gewesen wäre, der hat immer in Trouble gewesen. Da wird immer den seine Schuld gewesen, der hat er angestellt. So wo immer wir in Trouble gewesen, dann wird das Junge mit einem gewesen. So, er hat gedacht, was kann ich Gottes vertrauen von dessen Jungen? Was ist der Mann, was Gottes sein von dessen? So, er hat gegrabelt und gedohnt und hat ihn angekickt. Auf einmal hat er gesehen, nach Himmel als Reich gesehen, was für eine schmacke, schwarze Horde hat. So, dann hat er zu denen gesagt, hey, du hast was sehr schmacke. Gott hat gesehen mit sehr schmacke, schwarze Horde, ober der Luten Schmack. Und da wird sozusagen, den sie in Regen wird lecker geworden und lecker geworden. Bloß mit dort, was er gesagt hat, wir haben ein paar Wirt bloß wird am Loten da sogar. So, sogar dort wird Gott zu arm, Gott zu hören, dort hat was Gott zu vertrauen von arm. So, wenn wir sehen, dann sind gute Dinge von jedem ein zu vertrauen. Ich werde mal mehrere Jahre drehen, wie ich für Wasser Jahre in der Schullehrer bei einer Kirche, Sinnach-Schullehrer,
in den Bierluxusstore, ich hatte da in vorn hätten die mir mit Wasser Schultern ja, wo einzige mit einzige als das spannende Amt zu tun ist mit andere, und du wird der in der Schule, du wird ein Jung, der wird auch besser in der Status wo ich von reden da, der hat alle Dinge mit Trouble. Der Schullehrer, die grüllen sich immer, wenn der ist von der Schule kommen, und sie den wollen in der Klasse haben. Und was der für Trouble mehr an der, immer braucht er alle Hunde, dort zu verstehen, die Arbeit, was der andere Schulkinder deuten und so weiter. Bloß alle Dinge hat er prof, manche Päckern in Trouble zu merken. Und die Schullehrer wissen sich nicht rot mit denen. Oftmals dann brauchen sie den nur in der Kirche, nur seine Eltern, und früher in Rot, was sie sollen tun mit dessen. Und die wissen noch nicht mehr, die kommen dann mit einer Klasse nach, die brauchen den Tränen in der Klasse nach, und den Unjahrheit holen mit denen, und verspürt all das Bastard, und so schön ist der Führer, ich war da Rüttel gegangen, wie dann wieder war der Krieg so. Da wird immer überrein. Das Junge, das wird bloß ein Troublemaker. Und das nimmt sich daran, die in einer Klasse, die Schullehrer, die fangen an, wenn es anfängt, der Schule ist anfängt, dann nehmen sie diesen Jungen und stoppen ihn in einer Art Klasse an, und du musst halt morgens über beim Satten. Bloß, damit die Ewige von der Klasse können in Frieden Schule holen. Und das wird nicht, wie geht es dem dass diesen Jungen nicht gut der wird nicht besser von dem. Sie haben nicht von der Titel angedohnt, und das wird antworten, das hat rein nicht gehalten. Dann auf einmal nahm sich das Rahmen, wir haben eine andere Klasse, wir haben wieder eine andere Klasse. Und ich bin mein Helper in der Schule, wir wundern, was wir wollen tun mit dessen, wo wir wollen den helfen, wo der Pastor sein für dessen. Dann waren wir uns auf einmal einig, wir wollen den ankreieren, uns zu helfen. Wollen wir anrufen, dass er nicht will, uns zu helfen, wo wir uns helfen fehlen. Vielleicht Pencils anschauen, mit Papieren austeilen in der andere Klasse, in der andere Schule hängen und so weiter. Oh, bei dem Fall hat sich ein Gott zu fallen, hat sich ein Gott zu fallen, dass er was wird. Dass wir am Wert achten, dass wir uns helfen in der Klasse. Und so dürfen wir dort. Und dann bedanken wir uns, wenn er seine Arbeit ist getan hat. Und dann bedanken wir uns, dass der Henry, was er von der Fenne Arbeit getan hat. Und du kriegst so, wie kann das sein, was das von uns merken, dass von diesen Jungen. Wie mit ein paar wir, dass wir am Bett loben und uns bedanken und arm, dass er wirklich wird uns zu helfen. Und dann dürfen wir dort angehen mit denen. Und das geht sehr lang, wir werden an, das geben ganz andere Jungen von arm. Weißt du, das sind wir, wo wir können umgehen mit anderen, wo wir umgehen dann mit dir und auch wo wir reden dann mit dir. So, und hier hat ein großer Unterschied gemerkt, mit wo wir mit denen umgehen dann, und dort wir am Anfang zu loben und uns zu bedanken und zu am sein, dort hey, uns filtert war an am, es hat wohl balance dann das oder dort zu tun. So, das merkt wirklich ein Unterschied. So, das sind verschiedene so Sachen, wo wir von denen reden, wo wir uns von erinnern, wo wir Salz erfahren hätten, gemerkt haben. Ich hörte eine Botschaft von einem Mann, er vertalt, von wo er abgebracht wie ein Tüß, wo er von seinem Futter hat, körperlich oftmals verkühlt gekriegt hat und ganz an die Herrschlag behandelt wie ein Tüß worden, von klein an, dass er abgewaschen wird. Und was er da am getan hat, und auch sein Vater, der hat am Wirt gesagt, schlecht, der wird von ihm gesagt, und so eins fort. Was er dort aber angetan hat, er vertellt Luther, von was er getan hat, der Arm. Und er sagt, die Wunden, die er gekriegt hat von seinem Vater, die werden geheilt. Er sagt, alle Wunden, die er gekriegt hat, die werden geheilt. Aber er sagt, der Wirt, der sein Vater zu ihm geredet hat, der rung von der und auch nach ihm in seinen Ohren. So dort wird einer zu leben, wo er nicht geholt wird. Dort wird von der und auch nach Hammer in seine Uhren rung, der wird nach Hammer. Weil ihr, das bleibt da. Das bleibt da wirklich, das ist wirklich neidig, wo wir umgehen mit den Nächsten. Und dann besonders mit einem seiner ähnlichen Kinder. Wo wir umgehen mit unseren Kindern, wo wichtig das ist. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 21, je Fudas, so hier redet er besonders der Väter. Er sagt, je Fudas, veräuert und verbettert jene Kinder nicht, dort sie nicht schuchter und mautlos wurden. Und was ihr kriegt das, was hier passiert wird mit diesen Jungen. Er wird besser geworden, er wird verschuchtert worden, und von der und auch, aber den Tagen haben wir, können wir haben von dort reden, was er dort hat angetan. Nicht so viel, das physisch, das körperlich, was er hat gekriegt, aber der wir, der sein Fudas angeredet hat. So besonders von den Vätern. Wir als Väter, wir haben eine große Verantwortung. Gott hat uns mit Familien, mit Kindern gesehen, und dann wir als Väter, wir haben die Abgabe abzutragen für den Herrn. Und dann mit wir.
Så skal alle sige, den kreisestjerne med dig in der Klosbahn, wie Tüstchen an sie kennen, kreis so, die abmuntern, abbühen mit an sie wehen. So dass die einzige nochmal sagen, down, sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Weil ihr, das ein Leeres. Steine und Starke können mir nicht knackest verbrechen, aber wir können mir nicht undauen. Das ist ein Leeres. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir können uns viel undauen. Auch bei der Sprecher 12, Vers 18 sagt, wir specken aus dem Schwert. Er sagt, unfair sagt hier, wir specken aus dem Schwert. Über der Weise reden heilsame wird. So können wir hören, wir können entweder heilsame wird reden, oder wir können wir reden, was einfach specken soll, aus dem Schwert. Das kann die können viel Schaden anrichten an sie wird. Da wir vertrauen. Und er hat verschiedene Dinge, wo Familien, wo Kinder abgewaschen sind, wo sie abgetragen sind. Zum Beispiel, eins, sie wurden vielleicht gesagt, wo dann bist du nicht da, so aus dem Bruder oder aus deiner Schwester? Mit dir ist es immer so und so. Wo dann bist du nicht da, so aus dem Bruder da drauf? Da der dort besser. Sei ja damaging wird. Oder seien vielleicht, kostet du nicht reich down? Wenn du noch mal was tust, kostet du nicht reich down, hast du was auch hier tun. Sonst sei ja hohe wird. Oder sei mit dir, wo das Himmel wird sein. Sonst habe ich mal gehört, was sie vertellen und was sie in Futter gesagt haben. Mit dir, wo das Himmel wird sein. Ich weiß nicht, was sie jemals uns dort belebt haben, tüß, als sie abgewachsen sind, als sie jemals so eine wird gehört haben von ihnen Futter. Oder als sie uns dort brauchen, dann tun sie nicht her. Ich will uns was wirklich Warnung, eine Warnung geben, das ist wirklich wichtig. Wir wollen Rechenschaft geben für die wir vertrauen tun. Entweder gaudet oder schlechtet. Wir wollen belohnt worden für die gaude Wirde, wo eine Frucht kommt, oder wir wollen Rechenschaft geben für die schlechte Wirde. Wir wollen das rekrieren. Weil ihr dort so was daher steht, dort merkt ihr, kein Feuer, das von einem armen Herz nicht erst, vielleicht sogar so denken, ich kann nicht mal so in dieser Welt in die Buren sein. So eine Gedanken können das jeden Tag entkennt. So spricht er dorthin seine, wer Gaudet redet, kriegt auch Gaudet Tee. Das wird sich ausweisen, mit dort, wo wir wollen Tee kriegen. Wir sollen unsere Kinder lieber Gaudet wird wählen zu vertellen. Reden und vertellen von was die Bibel zu sagen hat von ihnen. Und Mut zu sprechen mit Wort Gott von ihnen zu sagen hat. Ernst sagen sie zum Beispiel Psalm 157, Vers 3, sagt er, Kinder sind ein Segen vom Herrn, Kinder sind ein Geschenk von ihm. Ernst sagen, check mal, du bist ein Segen von Gott. Weißt du, dass du ein Segen bist für mich? Das ist, was der Schrift sagen wird. Und Kinder sind ein Geschenk. Und Ernst denken hat in seinem Wort, Tochter oder Sehen, du bist wirklich ein Geschenk von Gott. Ich bin Gott dankbar für dich. Sondern es dort heilsame wird verteilen, weil ihr dort büten könnt ab. Dort ist es wie als Väter, ich weiß, als älteren Bär, aber besonders wie als Väter, hat die Verantwortung der Abgabe, an sich hinter den war ich abzuschwappen. Und dann ernst sein, weil ihr Wort, Gott hat die Kraft, so gemerkt, was er will. Du bist nicht ein Fehler, du bist nicht ein Mistake. Kraft, so als du bist, so hat Gott wollt. Die merken. Und so habe ich die auch gemerkt. Und dann ein Denken halten, ein Proben, ein abzuprägen, ein zu lernen sein. Gott hat nicht einen Fehler gemerkt, Gott hat die gemerkt. Psalm 139, Vers 13, sagt Wils, du hast mich ganz und gar im Mutterlief gemerkt. So in seinem Ticken, Gott hat die im Mutterlief gemerkt, so es hat er wohl. Nur sehen wir nur. Und dann sagen, ich danke dir, dass ich wunderbar gemerkt sie. Deine Worte sind wunderbar. Dort weit meine Seele sehr gut. Weil ihr an das wir denken haben, an das wir verlesen, und dann sagen, du bist Christus aus dir. Das ist, was Gott von dir glauben wird. Ich habe diese gemerkt, dass ich dort will haben. Weil ihr Gott hat uns alle verschieden gemerkt, mit verschiedenen Gaben, von klein an, einem Markt dort,
Kinder haben das verschieden, die haben verschiedene Bedürfnisse. Aber wie kann Gott eine Wes und Weisheit freuen, wo wir jedem einen von unseren Kindern kann so abtragen, dass das kann abgebüht werden. Dass er kann abwassen, so aus der Herr das will. Mit der Gove, was er hat. Nicht proben zu sagen, dass der Gove, den du gekriegt hast, das ist nicht eine gute Gove, der nützt nicht. Nein, sein der Gove, was du hast, brückt dich und du wirst viel Geld und Unrechten können damit. So wie Paulus sagt, red bloß dort, wo euch die geholfen wurden. Gute Wied wurden sie auch nicht für jeden. Christus schlechte Wied nicht für jeden wurden. Die gute Wied, die sie von uns hören down. Dort wurden sie auch nicht für jeden. Dort hielt er nochmal Christus Gott. Wenn er hören, dass wo Eltern ihre Kinder haben Gott abgetrocknet und die haben sie gelobt und gepresst für Dinge, was sie tun, die Dinge für jeden sie auch gleich. Und das habe ich eins wem tun. Das kann auch sein, zu ein paar Eichelied, kriegst du Gott. Morgen zu früh oder früh zu morgen. Wofür teil wie einer zum anderen? Das ist nicht bloß für Kinder. Das kriegst du Gott für uns aus Eichelpaar. Wir können uns untereinander Wirt sein, der uns helfen kann, der uns abbühren kann. Nicht uns einmal proben zu vergleichen mit anderen. Oftmals wird es so, dann seien sie vielleicht. Ich wünsche, die holst du toll aus das Jahr. Vielleicht läuft der Mond oder der Früh noch mal. Ich wünsche, mein Mond wird so toll aus das Jahr oder das Jahr. Der und Tüß war in Städt oder dort. Dann wird jemand, der Mond sonst hat die Hirn gekriegt, hat der, das kriegst du, das Speck, das ist ein Spiss im Hort. Wenn wir uns einer den anderen vergleichen mit den Nächsten oder mit anderen, wenn der auch so wie aus das Jahr oder das Jahr. Das ist wirklich abfallend. Das ist abfallend, dass wir darauf achten dürfen, wo wir einer zum anderen reden dürfen, wo wir als euer Partner uns begrüßen dürfen oder von uns verteilen dürfen. Nicht sein, ich wünsche, du wirst lieber so als dieser oder so stei. Weil ihr oftmals lautet groß reiner, von wo einer steht und einer andere sieht. Wenn sie später sind, wollen sie antworten, das ist auch ein Problem. Von Büten ist es vielleicht nicht immer so klar zu sein. Aber jeder eine hat ein Problem. Aber wo du wie, einer zum anderen. Wo du wie Mana, besonders, ich dachte mit ihr, als ich das und das getroffen habe, wo du wie Mana aufmulst, an sie früh ist. Ich habe mal gehört, wenn einer eins so taub ist, wo Mana ausholen down in ihrer Versammlung, wo immer sie taub sind, bei der Arbeit oder wo immer ihre früh ist, ausholen down. Weil ich habe sehr wenig Respekt für so eine Stadt. Sehr wenig. Dort habe ich mich mal gewählt, dass ich kein Mal nicht war, von meiner Früh. Der Gott mir gesehen hat, ausholen zu anderen Menschen. Wenn da Verschiedenheiten sind, wenn da Dinge sind, wo wir nicht uns verstehen, dann einer zum anderen, dort ja wie zwischen ich und meine Früh uns durchreden und durcharbeiten. Da brauchen wir gleich manche andere Menschen, die unsere Frühes verachten und so wieder. Dort ist nichts geholfen. Du hast sehr wenig Respekt über. Hast du mal zu deiner Früh gesagt, bloß, wofür und sagst du mal, hey, du bist wirklich was sehr Besonderes zu mir. Du bist was sehr Besonderes. Du bist ein Segen zu mir. Und denken halten, oftmals, sein Wort, was, du bist was Besonderes zu mir. Wenn du in ein Haus kommst, wo das dann, wenn du nicht kannst, dann du reit hast, was du gefallen hast. Vielleicht kommst du mit hungrig in ein Haus, und das Essen ist noch nicht ganz reit, dann fängst du gleich Fuß an zu grunzen, dann wusstest du Unkas. Hast du noch nicht mal Unkas reit? Euer, ich muss freuen und sein, was er alles in der Nacht belebt hat. Habe vielleicht einen schweren Tag gehabt mit euren Kindern zu Hause oder habe eine schwere Arbeit gehabt im Haus, Haus besorgen oder die nicht lernen, auszuwaschen. Was immer das muss sein. Und als er das vielleicht nicht einmal ganz kriegt, dann reut es einzige Männer, das würden verlangen. Wenn ich dort reden, dass mir ein großer Unterschied aus, wenn wir würden sagen, dann kommen Frauen, hey, was trägt diese Scheinbahn? Was merkst du, Tonkas? Fühlst du den, wo ich mit positiven Wirt nennen komme, den, wo ich reden? Dann frage ich, hey, kann ich eins so befoten mit Tonkas, dann Tonkas reden wir an. Und er steht sein, also dann haben wir nicht ganz reit. Wo dir das so lang? Lieber sein, wo trägt zu scheinen? Wo kann ich die halten? Weil dir das mir ein grauter Unterscheid. So wie kann unser Frühjahr auf verschiedene Wege abheben, abbühen. Wenn du dann nochmal sitzt und dann kommst du und sagst, hey, von wo hast du das Kleid? Die lässt der Schirr schmocken, das Kleid dann.
Von wo hast du da halt an die Mülleiche sein, dass die so an sich mag, dann lohnt nicht. Ich sehe mir sicher, dort büht ein Freemensch ab. Oder noch eine Zelle, wo früher in Grauten Genaten von Herrn Mama sein, dann, hey, hast du dich aufgenommen? Früher ist dann viel Zanzler in der Area aus Mana. Wenn die Mana gesagt hat, hey, du hast dich nur abgenommen, das sage ich euch viel, na ja, das ist Fan. Hast mich zu sagen, gefordert, hast du gerade eben gemerkt. Aber wenn wir zu früher sein, dann, hey, hast du dich abgenommen? Dort spricht er. Lass mal die Frau und sagen, hey, hast du dich aufgenommen? Das lässt mir so. Weil ja dort sage ich Worte in der Früh. Wir können uns wählen, der wird, wo wir wollen sein. Das ist in unserer Macht, wo wir vertrauen können. So der wird, der wir vertrauen, sind wirklich verschlagsam. So dass wir hier, der Tongue hat die Gewalt über dort in Leben, in wer jeden redet, wird mit ihrer Frucht leben. Also da wird der Frucht zurückkommen, wird er schlechter oder gute. Wir müssen unsere Tongue holen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir haben die Macht, unsere Tongue zu holen. Nicht zu reden, dass die wir ein Verlangen haben, ein Symbol. Jakobus, der hat auch gehört, in Schrift von der Verteilung von der Tongue. Ich habe eine Frage vergleicht hat mit einem Piet. Das ist ein Piet, wo die in Kontrolle holen wollen, das mit einem Tongue absagen, dann jetzt zu regieren und zu kontrollen. In Jakobus 3, Vers 3 sagt er, wenn wir die Pied abtimen, dort uns der Harchen machen, dann haben wir die ganzen an sie gewollt. So heißt es, wenn die abgetimt sind, dann haben wir den an sie gewollt, dann haben wir den an sie Macht. Und auch in Tschechmol nur ein grauter Trap sagt er, der mit starkem Wind gedreven wird, der wurde von Kapitän mit einem kleinen Ruder durch Hahn gestiert, wo Hahn hei will. Man sagt, und so erst dort mit der Tung. Vers 4 sagt, so erst auch der Tung. Ein kleines Glied in kann große Dinge anrichten. Ein kleines Port kann große Dinge anrichten. Was für ein großer Wald kann doch mit einem kleinen Vier angesteckt werden. Man sagt, aber in so erst auch der Tung. So in der Tung erst in Vier. Hier sagt der Tung der ersten Vier. Der Tung ist in eine eierreiche Welt mag unsere Glieder, der den ganzen Körper verarrenigt. So der Tung, der kann den ganzen Körper verarrenigen. Sagt der Saat, unsere ganze Natur in Flammen mit vier direkt aus der Hall. Wow, wenn wir das wieder horchen, dann, das sind wirklich wichtige Wirt, was die über uns Müll kommen oder über unsere Lappen kommen. Er sagt, ey, die Flammen sind direkt von der Hall. Und dann sagt er, Menschen haben alle Tieren, Vögel, Krippende und Wutertieren, könnt tun merken. Über die Tongue, dort arige Denk, voll dautbringende Jaff, kann keiner unter Kontrolle bringen. So lass die Hirn, wir wollen keinmal bitte kommen, wo wir sagen, nun habe ich meine Tongue ganz unter Kontrolle. Nun habe ich den Turm gemerkt, nun brücke ich durch wieder und schaffen, länger und schaffen. Er sagt, der hat noch keiner könnt unter Kontrolle bringen. Was mit dieser Tongue ist wichtig, wo wir angehen damit. Er sagt, mit der Tongue lobt wie Gott den Futter und mit der Tongue pflegt wie Menschen, die nur Gott sein Bild geschaffen sind. Das ist für unsere Tongue, das. Wenn wir diese Wahlen loten, dann. Ich glaube, gleich durchwegen soll wir auch zu Stafitäten, auch beten. Stahl und Bachter über mein Mühl, oh Herr. Wie soll es, wir kennen das gleich. Wir haben noch keinmal konnte unter Kontrolle bringen. Wir haben noch nicht Tum gekriegt. Wir machen Gott frei und er soll ein Bachter stahlen über uns Mühl. Ein Werk über meine Lappen. Jakobus 3, Vers 4 sagt, mit einem Mühl kommt Loven und Pflegen, meine Brüder. Das soll nicht so sein, das soll nicht so sein. Du sollst immer ein Segen zurückkommen. Und sie wird ein Segen bringen an dem anderen.
Er sagt, jeft eine Qual, hier der Herr vielleicht mit einer Qual oder mit, vielleicht mit einem Barm. Vers 8 sagt, jeft eine Qual aus ein Loch, seitet und betet Wutter zugleich. Das soll nicht so sein, sagt er. So, warum ist das, dass wir so oftmals ans Wählen schlechte Wied zu verteilen, wenn du auch gute Wied zu sein sind? Ich glaube, das hat zu tun, dass ich will sagen, das hat zu tun, mit wo uns Hort angestellt ist, wo wir in uns Hort sind. Wo steht das mit deinem Hort? Wo die Aufmerksamkeit bringt, die Feind Leeres in unsere Gedanken an, was du in uns Hort nehmen kannst. Vielleicht Leeres über jemanden, vielleicht Leeres über deinen Eierpartner, dass ich sagen kann. Oder Leeres über ein, zwei in der Gemeinde oder bei der Arbeit, wo immer das bringt, Leeres nehmen in deine Gedanken, dass du Leeres leben sollst. Was er will haben, um dass du wirst diese Person verachten, die in Gott sein Ebenbild gemerkt ist. Sei er fährt mal wie Apostel. Sind das Leeres, die Gedanken, die in meinen Kopf kommen oder nicht? Oder ist das die Wahrheit? Was sind das für Gedanken? Weil ich fing mir eins mal, wenn ich nach meinem Haus komme und ich habe negative Dinge begehen, die ich den Tag, und dann fange ich meine Mund wieder unter Vertrauen, was ich begehen, halten sie wieder. Und weil ich sei es nur klug und schnell hier an. Ich sehe Gott wirklich dankbar für meine Frau. Oftmals vielleicht haben sie so mithalten mit mir, mit das, über diese Person negative Dinge zu sein. Weil ich das halte ein bisschen, wenn einer somebody hat, was der besiegt im Studium und sagt, ja, so ist er wirklich mit dir. Und eins, wo dann muss ich mich menschlich äußern, wenn ich dann zu ihr mit dir umfange, dann sage ich sie, leistet sind vielleicht Dinge, die leer sind von den Feind? Dann muss ich aus der Stelle ein bisschen denken, vielleicht sind das. Vielleicht sind das bloß Leeres von den Feind, was er will haben, was ich soll denken über diese Person. Und das hält mir dann, dass ich still bin, und dann ich die überdenken, dass ich das wieder vertellen do. Weil die wie glauben oftmals Dinge von den Feind, Leeres von den bösen Feind. Er will haben, wir sollen uns einer den anderen damit Dinge vertellen, um dass wir uns kennen, so zu sein, mit wie schlun, der du wirklich weidun. Und wir haben wirklich die Macht. Gott hat uns die Macht gegeben, über diese bösen Gedanken, was der Feind uns in uns Namen bringen wird. Wir haben die Macht, über so eine Gedanken, aus der Fuß zu nehmen, dass wir an Gott gehorchen. Und wir haben uns, Gott hat uns reu gemerkt, hat uns die Reitschaft reu gemerkt, die wir brücken haben, die haben von jenen Feind, über diese Sache, kriegst du Gott. Denn das ist ein Kampf, das ist wirklich ein Kampf, wo wir bei uns sind in diesen Sachen. Das ist wirklich ein Kampf, wo wir entkämpfen tun. Jeden Tag sind wir im Kampf, negative Dinge zu denken über die nächste Person. Wie immer das muss sein. In deinem Heim, mit deinen Kindern, deinen Ehepartner oder deinen Arbeits, bei der Arbeit mit deinen Arbeitertaub, wo du mit Schaffen bist, wo immer das dann ist. Der Feind bringt allerhand rechte Gedanken in uns, nur uns, was wir sollen glauben, was die falschen Gedanken sind, was die Lehre sind. 2. Korinther 10, Vers 2 sagt, dort die Reitschaft, dort wie zum Kämpfen brücken, stammt nicht von dieser Welt. Also das ist eine andere Kraft, dass die Reitschaft von dieser Welt unter beiden hat. Dort stammt von Gott, sagt dieser Vers hier. Denn du hast eine Gotteskraft in sich, dort kann gässliches Denken, dort falsch und sehr erforscht ist, zu nicht merken. Das ist, was die Reitschaft kann tun. Der kann dort zu nicht merken, was du uns hindern lässt. Der hat eine Gotteskraft. Weil wenn wir die falschen Gedanken wollen, zu nicht merken lassen, dann hat der Feind verspielt. Dann hat der Feind verspielt. Mit dort, was er plant zu tun in uns Leben. Dort, wie andere Menschen negative Gedanken haben über dich und so wieder und vertrauen von dir. Dort, dort nicht kann uns Hort nehmen, weil es wurde Hort voll von uns, durch die Mühle von. Wenn wir immer mehr Gedanken in uns Leben nachkommen, in uns Leben nachkommen, dann wird der Meritiert, wird das voll, dann ab einmal erahnt das Eben, dann verteilen wir von dort. Das ist Lukas 44, sagt, wovon das Hort voll ist, redet das Mühl. Darf ich nicht ans Hort Leben voll negative Dinge, Leeres voll werden. Weil wenn wir dort nicht wollen Leben, dann werden Gaudi wird uns Mühl kommen. Weil der Schrift, wenn wir das Gott sein Wut brücken,
Leute, wenn wir Gott horchen, wenn Gott sein Wort, das ist auch das Wort. Wenn wir den horchen, dann werden gute Dinge an uns Herzen kommen, dann werden wir gute Dinge können verteilen. Das sage ich dann einmal, wie das erfahrt, wir haben uns auch mal gewählt, eigentlich in der Früh, wenn wir negative Dinge anfangen zu verteilen, dann sagen wir bloß 2. Korinther 10, Vers 5. Dann brücke ich wieder, brücke ich die ganze Farge ans Fair sein. Bloß dabei wird das halb uns zu denken, versichtig sein, dann wird wir horchen da und sagen wir bloß 2. Korinther 10, Vers 5. Oh, na ja. Dass die auf dem genug Tieter mit Stahl sein und denken. Dass ich mit dort, was Gott uns zum Kämpfen reitstellt, merkt wie alle Gedanken zu nisch. Und alles, was hoch und fromm ütlat, über uns hindert, Gott immer besser kennenzulernen. Also wir nehmen alle Gedanken vor, dass der Christus gehorchen muss. Das ist ein für mich ganz beste Fragen in dieser Sache. Dass wir, wenn wir bei diesen Gedanken in uns Kopf in die Roden dann kommen, dann in uns Horten dann kommen, wie können diese Gedanken vornehmen? Wie hat der Macht, wie hat das Gereitschaft, das wir hier lesen, denn wie hat dort Gereitschaft, dort wie können diese Gedanken vornehmen, dort der Christus gehorchen machen? Weil ich von dort, wo wir die Wahrheit kriegen. Wenn diese Gedanken, die beiden Gedanken, die wir in uns Kopf haben, euer wieder vertrauen dann, die ich überdenken und dann der vornehmen, im Namen Jesus, der vornehmen, dort der machen Christus gehorchen. Und ich glaube, das wird wieder alle Titel tun. Wir sollen das Gereitschaft mit uns mitnehmen. Wo immer wir sind, wo immer wir hangen tun, wo wir sind, jeden Tag, dass wir uns das Gereitschaft mitnehmen tun und an diese Gedanken vornehmen, wenn wir ankommen tun. Die Gedanken, die uns hindern tun, vornehmen und dass die merken, Gott gehorchen. Jesaja, wie auch ein Mensch, der Prophet Jesaja, wie auch einer, der auch dort tauscht und dass er hat, er vertal nicht immer reich die Wirt. Er vertal nicht Gott die Wirt, der Gott wird. Jesaja saß Vers 5, sagt, und ich sagt, wo soll das noch mit mir? Das können mein Eng sein. Er kriegt Gott zu sein, sagt, das können mein Eng sein. So ist er geredet, ist nicht reich. So ist er geredet, so ist er geredet, dort ist nicht reich. Er sagt, ich sehe einer von Volk, der nicht dort reich zu sein. Aber nun habe ich mit meinen Augen und den Kenneck gesehen, den Herrn, der alles regiert. Er hat Gott gesehen, sagt er, aber er kriegt sich Fuß zu sein, was ihm hier befallen wird, Fuß, dass er wird ein Mensch, was er nicht reich verteilen wird, was er nicht reich die Wirt brücken wird. Und dann sagt er, und er wird mit so einem Menschen taub, was er auch nicht reich verteilen wird, was er auch reich die Wirt brücken wird. So, das wird ihm hier abfallen. Das stimmt halt tau, dass er nicht reich wird, er wird nicht reich vor Gott. Mit seinen Wirt, das er vertalen, das er reden, da und so wieder. Aber ich gleich, das hier wieder sein, das in Jesaja saß Vers 6, sagt, dann fluch einer von den Seraphim, ein Engel, nur mich, und der hat eine Tang in der Hand, und in der Tang hat er eine gelegene Steck glaut, der er vom Altar genommen hat. Und der schiert mir dort an meine Lappen an, und sagt, nu, dort das deine Lappen angeschiert hat, verschwingt deine Schuld. Du, wo er sich über schuldig fallen, der heißt, nun verschwingt deine Schuld von dir und deine Sünden sind verjäft. Weil ihr wisst, dass hier, er stund der Tau, der hat euch vertraut, er redet euch und dass dort arm im Sünden merken deid. Er feilert, er wird schuldig und arm, der er gesündigt hat. Und er fällt sich wirklich schuldig. Aber er sagt, nun, dass sie deine Lappen ungeschiert haben, sozusagen, vielleicht Gott hat deine Lappen ungeschiert, nun wirst du geheilt und du wirst reit am Deins. Luther ohne das Kapitel fragt, wem sie sollen schicken, nur das Evangelium wiederzubringen, sie wieder, nur als Herr, dann sagt er, schick mich, ich sehe hier, nur wird Herr, habe ich gereinigt, dann reit am Gehen, was Gott will haben von ihm. Für mich ist es sehr, wie es sehr trostvoll wird, was er hier sagen wird. Er stündet ihr schlicht tau, wo er wird gereinigt und geheilt. Er lädt Gott an seine Lappen anschieren, dass er geheilt wird. Weil Gott kann unsere Lappen auch anschieren. Wenn du, die Dinge, die du vertellst, wenn du Trouble hast damit, lieber Bruder oder Schwester oder Freund, wie immer das ist, wenn du dir auch noch mal fängst, dass du tauschwind was sein, dass du viel negative Dinge vertellen, dass reden, dass ich würde die Tür öffnen.
Kräu Gott an, stura Tau, wo das mit dir ist. Ich kann auch deine Lappen anschieren, dass du geheilt bist und dass du reit bist für ein Deins verarm. Dass das nicht bloß ein Hindernis sein für dein Leben, für dein Wandel. Was wir auch so tun, und dann ist dort wieder, dass Jakobus sagt, was wir uns das Gott überleihen, euer, wir reden tun. Wir haben immer Zeit, wir brauchen euch Fuß vertrauen. Es ist doch sein, dass wir sollen nicht durchschwinden doll werden. Einmal der plus, aber wenn wir durchschwinden doll sind, dann mitten, dass wir doll werden, dann kommen die wieder mal rüber. Und dann haben wir das gleich fair bedacht, was wir sein tun. Und das kriegt, was wir so viel Schulden bringen können. Wo wir tun, wenn wir doll sind, wo wir reacten tun. Mein Vater, der vertellt mal, als er abgewachsen wird, wenn er sich heute eh ins Hort verschuldet hat, wenn sie sich heute Struf verschuldet, dass wir meist kümmern, was dann jetzt passiert wird. Nicht mal den selben Tag, oftmals hat er ein oder zwei der Luther, was sie den Struf dann gekriegt haben. Und Luther in seinen Jahren, das ist alle geworden, wird, dann hat er sich das mal von einer Stunde mit seinem Vater, wo er damals das getan hat, dann hat er gesagt, dass wo er damals das getan hat, weil er hat das nicht voll getan, wenn er da wäre. Weil er hat gesagt, wenn er da wäre, dann müssen wir alle die Entscheidungen. So der hat unsere Worken und so der hat unsere Wirt. Wenn wir nicht versichtig sind, wenn wir dann Fuß reden, dann wollen wir da sein, dann wollen wir alle die Wirt brücken, als wir wollen, wenn wir nicht da sind. Das meint Self-Control. So das ist wirklich wichtig, wo wir unsere Wirt brücken tun. Ich will schließen mit Psalm 19, Vers 15, wo ich so dachte, was du sagst, wird, falls wir für uns, der wir da Trouble haben mit dem, wenn ich sage, für uns, ich darf mich hier kriegst du Gott mit anhalten. Wenn ich das auch hier von diesen Dingen rede, darum meine ich, dass ich das alle vor dich. Ich brauche das genauso neidig, als wenn ich vielleicht noch neidig, als der Nächste. Psalm 19, Vers 15 sagt das, Möchst du und der wird in mein Mühl und an der Gedanken in mein Hort in dir fallen haben. Ich will noch einmal lesen. Möchst du Und ich werde in mein Mühl und unter Gedanken in mein Hort in gefallen haben, auch Herr. In die ist meine Kraft. In die ist meine Kraft. In die ratst mich. So das, was uns die Bedeutung soll sein. Gott, Frau und Gott, ich bete, dass du musst in gefallen haben und ich werde da ich reden. Dass er wird wirklich in gefallen haben, du an. So ich will uns wirklich auch bis heute open, dort, wo wir versichtig sind, wo wir vertrauen tun. Der wird, der wir reden tun. Das ist uns sehr verschlagsam. Das ist sehr wichtig. Aber unser Herr, dann erinnert haben die Bete nach dem Schluss. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss von dieser Unlach, war er für dich. Und wir danken dir für diese Dinge, die wir mit deinem Wort hören tun. Und wenn ich sage von deinem Wort, Gott, ich kann das sein, dass das ist, wo du in Gefallen an hast, dass wir versichtig sind, wo wir vertrauen tun. Oftmals dann will wir uns Dinge zu vertellen, will es wiegleiben, wie haben das Reich zu sein, wo wir uns nur feilen tun, und dann vertellen wir du nur. Und wie kann das hier nur dein Wort nur, dass das sind Dinge, die wir reden tun, die nicht gefährlich sind, die du kannst schulden tun zu der nächsten Person, zu wem immer wir immer taub sind, wo wir vertellen tun, dort als Verschlagsohn. Halb uns Gott auch, dass wir würden so dafür sein, dass wir würden die Leute in unsere Lappen bewohren, dass wir schon weiter ab unsere Lappen über uns Mühl stahlen, dass wir bewohrt sind von wir, die wir nicht vertrauen. Und ich bitte, dass du mit den Heiligen Jesu uns immer denken helfen, wann wir uns feilen, wann wir vielleicht nicht gut gesund sind oder was immer das muss sein, wann wir dann hostig uns wählen, wir zu sein, dass wir das erst wollen, sollen Gott reich denken, überleihen, eier, wie das vertrauen tun, damit wir können viel Schulden verbiegen. Ja, ich danke dir für das du was haben, wir sollen Segen sprechen einer über den anderen. Und ich danke dir auch, dass wir das alle in dein Wort haben. Dass es dann, was uns dort fehlen wird, dass immer in dein Wort, wo wir rot fängen, und auch in dieser Sache kriegst so. Dankeschön dafür, Herr, musst du uns segnen mit Wort, der einer den anderen kennt und gefallen sein. Die nun bitte ich mit Danksagung. Amen. Wir wird ein Gesang am Schluss.